Guten Morgen, ihr Geliebten des Herrn. Ich lese euch heute Morgen eine Geschichte aus einem meiner Lieblingsbücher. Vielleicht kläre ich morgen auf, woher sie ist und warum ich sie gelesen habe. Wüstenwanderung. In der dürren Steppe kauert sich der Mann mit dem schweren Gepäck auf den Boden. Der kalte Nordwind fegt über ihn hinweg. Sein Gesicht brennt und seine Finger sind schon ganz taub. Das Pfeifen des Windes ist ohrenbetäubend. Der Mann drückt die Knie vor die Brust und verschränkt die Arme davor. Ihm ist kalt. Er bewegt sich nicht. Der Staub, der aufgewirbelt wurde, hat den Himmel orange gefärbt. Seine Zähne knirschen vom Sand, den er geschluckt hat, und seine Augen brennen. Er denkt daran, aufzugeben. Wie verlockend wäre es, nach Hause zu gehen. Nach Hause in die Berge. Ach, die Berge. Alles, was ihn in den Bergen zu Höchstleistungen anspornte, scheint weg zu sein. Seine Gedanken wandern zurück zu seiner Heimat. Grüne Wiesen, schmale Pfade durchs Gebirge, frisches Quellwasser, Bergsteiger auf gut markierten Wegen. Kein Risiko und keine Angst, dafür aber echte Kameradschaft. Eines Tages hat er auf einer kurzen Wanderung angehalten, um vom Berg aus einen Blick über die angrenzende Wüste zu werfen. Er fühlte sich zu der öden Wüste, die sich unter ihm ausbreitete, merkwürdig hingezogen. Am nächsten Tag hielt er an der gleichen Stelle wieder an. Auch an der übernächsten Tag, an dem übernächsten Tag und dem überübernächsten. Da müsste doch mal jemand hingehen. Da müsste doch mal jemand Leben in diese Wüste bringen. Der kleine Funke Begeisterung wuchs zu einer Flamme an. Viele stimmten ihm zu, dass eigentlich einmal jemand in die Wüste gehen sollte. Aber es fand sich niemand, der mit ihm gehen wollte. Das Land war kartografisch kaum erfasst und es gab dort wilde Stürme und die Einsamkeit. Er jedoch war fest entschlossen zu gehen. Dass die anderen ihm beipflichteten, spornte ihn an. Nach einer Zeit sorgfältiger Vorbereitungen zog er also alleine los. Seine Freunde bereiteten ihm einen großartigen Abschied. Und dann stieg er die saftig grünen Abhänge hinunter und trat in die Einsamkeit der Wüste ein. Während der ersten Tage war sein Gang noch federnd und seine Sinne nahmen alles, was ihm begegnete, aufmerksam auf. Er sehnte sich so danach, Leben in diese Wüste zu bringen. Und dann begann er, die Hitze zu spüren. Er stieß auf Skorpione. Die Eintönigkeit der Landschaft wurde schier unerträglich. Die Schlangen ekelten ihn. Langsam begann das Feuer in ihm zu erlöschen. Und jetzt war er auch noch in einen Sturm geraten. Das Brausen des Windes nahm kein Ende. Und diese verfluchte, unbarmherzige Kälte in der Nacht. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage, überlegt der Mann. Er ist erschöpft in der Wüste und abgekämpft. Er denkt daran, umzukehren. Immerhin bin ich schon ein ganzes Stück weit gekommen. Er krümmt sich auf dem Boden zusammen, bis seine Stirn fast den Boden berührt. Hört das denn nie auf? Er lacht grimmig, als ihm seine Situation bewusst wird. Das ist wirklich großartig. Zum Weiterlaufen bin ich zu müde und zum Umkehren zu stolz. Auf was habe ich mich da bloß eingelassen? Lange und schwer ringt er mit sich. Die Stimmen der Freunde kann er schon lange nicht mehr in seinem Herzen hören. Und die Abenteuerlust ist ihm längst vergangen.
Er findet seine Idee, Leben in die Wüste zu bringen, gar nicht mehr faszinierend. Vielleicht sollte das doch jemand anderes machen. Ich bin viel zu jung und ich habe zu wenig Erfahrung. Der Wind der Entmutigung bläst gegen das kleine Flämmchen der Leidenschaft, das noch in ihm ist. Und die Angst bringt es zum Erlöschen. Aber die Glut ist noch da, tief in seinem Inneren. Glimmt sie weiter. Der Mann mit dem Gepäck ist vom Sturm fast überwältigt worden. Er schaut mit einem letzten Blick in sich hinein und sucht das Feuer, das in seinem Herzen doch brennen sollte. Es ist schwer, in einem Menschen Begeisterung zu wecken, der gerade eine Niederlage zu verwinden hat. In ihm tobt ein Kampf. Auf der einen Seite steht der innere Drang, durchzuhalten. Auf der anderen steht die Versuchung aufzugeben. Der Wille zum Weitergehen siegt nur mit Mühe. Der erschöpfte Wüstenwanderer beginnt vorsichtig auf die Glut zu pusten. Die Stimmen, die ihn in die Wüste riefen, werden wieder hörbar. Er muss sich sehr anstrengen, um sie zu hören. Aber ihre Botschaft ist unmissverständlich. Er nimmt alle Kraft zusammen, über die er noch verfügt, und steht langsam auf. Er senkt den Kopf aufs Kinn, stemmt die Füße auf den Boden und tritt wieder hinaus in den Wind.